Hallo Leute, mein Name ist Otzosee und willkommen zu einem weiteren Tag in Minecraft. Letztes Mal haben wir uns da mit den Farmen da hinter meinem Kopf beschäftigt. Und ich denke, das sind die letzten Farmen, die wir an der Oberfläche bauen. Aber für heute habe ich was im Untergrund geplant. Und da müssen wir einiges an Platz schaffen. Drum denke ich, versuchen wir es doch nochmals mit einem Witherfight oder zwei, damit wir einen Beacon bekommen. Und ich habe mir auch heute wieder etwas Hilfe geholt. Hoffentlich ist das Ergebnis etwas besser als das letzte Mal. Wir werden sehen. Zumindest Night Vision. Mhm. Der hält ja 8 Minuten. Ja. Dann. Eins, zwei. Und wir müssen dann etwas zurücklaufen, nicht dass wir von der Explosion Schaden nehmen. Mhm. Ich nehme auch gleich mal den ersten Apfel. Und dann hoffen wir auf das Beste. Ah, okay. Halbe. Halbe. Ja. Oder dann kann man ihn nicht abschießen. Dann braucht er nach der Hälfte musst du mit dem Schwert. So. Dann habt ihr. Ja, so ist er um einiges einfacher, muss ich sagen. Yep. Und wo ist der? Ah, ich habe ihn. Dann, was kriegt man genau jetzt? Ah, der war ziemlich schon schön zerschossen, das Ganze hier. Du brennst noch. Ja, das hier. Ist das ein Nether Star? Ja. Gut. Der Beacon ist platziert und wir haben Haste 2. Und damit haben wir ein weiteres großes Loch gegraben. Und diese Farm wird eine Wollfarm. Und es ist nicht die kompakteste oder eleganteste. Ja, vielleicht elegant. Wir werden sehen, das ist ja oft im Auge des Betrachters. Das Design ist von Xumaroid. Und wir haben 16 verschiedene. 16 verschiedene Farben. Das heißt, wenn wir Schafe einfärben, dann brauchen wir mindestens 16 und besser, wir haben von jeder Farbe 2. Und wenn wir den ganzen Mechanismus, die Wolle wächst ja nach, wenn sie Gras fressen, drum müssen wir sicherstellen, dass in dieser Farm das Gras nachwächst und das ist eigentlich der größte Teil,
wo die Farm den Platz braucht. Aber ich denke, ich mach mal hier, das ist ausgelegt für 4 Ebenen. Das heißt, wir haben pro Ebene 4 Farben. Ich denke, ich mache einfach mal die unterste und alle anderen, die sind dann analog. Die unterste Ebene ist nun platziert und wie ihr hier am Soulsand erkennen könnt, werden wir die ganze Wolle hier nach oben schießen und dafür haben wir hier ein Setup, welches von da oben die Wolle einsammelt und dann hier reinschießt. Und dann haben wir hier so eine X-förmige Struktur mit eventuell irgendwann mal Gras hier in der Mitte. Und da haben wir, da unten kann man es nicht sehen, aber hier auf den anderen 4 Seiten, da sind überall Kolben und die reagieren, wenn dieser Grasblock sich in Erde verwandelt und dann schieben wir zuerst von da, dann da, dann da und dann da. Alles ein Block rundherum. Und dadurch, dass wir diagonal auf 4 Seiten eine Linie mit Gras haben, sollte sich die Erde, bis sie einmal rundherum ist, wieder in Gras verwandelt haben, so dass wir möglichst effizient hier unsere Wolle abarbeiten können. Aber natürlich muss erst das Gras noch sich ausbreiten und dann muss ich auch die ersten Schafe hier rein platzieren. Wir haben gesagt, 4 Farben pro Ebene und 2 Schafe pro Farbe. Das heißt, hier müssen 8 Schafe rein. Und das ist wahrscheinlich nicht das Einfachste. Ich könnte mir vorstellen, da muss ich mir etwas überlegen, wie ich die Schafe hier reinbekomme. Ein paar Schafe haben wir bereits und ich habe hier mal eine Kiste auf die Seite getan mit all den Farben, die wir brauchen. Und vielleicht färben wir einfach mal die ersten paar Schafe ein. Ich denke, unterste Layer machen wir die Schwarz- bis Weißtöne. Dann brauchen wir noch ein schwarzes. So. Und Minecraft bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie wir Mobs transportieren können. Und ich denke, heute machen wir das Ganze mal mit Boot. Denn ein Boot hat die schöne Eigenschaft, dass wenn keine Schafe im Weg sind, nehmen wir keinen Falldamage. Dann kann ich hier das Boot einfach mal reinpacken. Ich mache mir den Weg hier raus. Und dann
Hitboxes, so dass ich nur das Boot treffe. Wenn ich das Schaf. Und das Schaf endet da unten, wo es hingehört. Nun, hier müssen noch 7 weitere Schafe rein. Aber das ist ja ein relativ einfaches Unterfangen. Und dann muss ich das Ganze, die ganzen Ebenen, müssen wir noch 3 weitere bauen, die Schafe platzieren. Und dann am Schluss wahrscheinlich hier irgendwo den Mechanismus, damit wir auch die Scheren da in den Dispenser reinbekommen. Da ich mir aber überlegt habe, dass ich das Ganze noch nicht anschließe, machen wir die Scheren vielleicht erst nächstes Mal, wenn wir alles verbunden haben, so dass wir die Wolle dann auch richtig alle Ebenen sind platziert und die Schafe sind in ihren Pförchen eingezwängt. Und wie ihr da am blinkenden Redstone sehen könnt, funktioniert das Ganze auch schon sehr schön. Das Schicke an dieser Farm ist, dass der Redstone nicht allzu kompliziert ist, braucht nicht allzu viel Material, abgesehen von etwa 10 Stacks an Grasblöcken. Aber das ist alles zu bewerkstelligen. Was noch fehlt, sind hier das Füllen der Scheren und dann hier hinten auch der Mechanismus, um die ganzen Items von unten nach hoch durchzugeben, wo wir dann wahrscheinlich hier etwas auf dieser Seite sortieren werden, so dass wir die Farben separiert haben. Und dann alles, was wir hier in dieser Farmgegend produzieren, können wir dann in Kisten verpacken und oben in unserer Villa bereitstellen. Aber das ist ein Projekt für eine andere Folge, darum mache ich hier Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen hoch. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann klickt auf den Abonnieren-Knopf. Also bis dann und tschüss!